Ich war selbst mal Journalist und habe selber ein SLAPP-Verfahren gegen mich gehabt von dem Faschistenversteher Max Mosley. Dieses Verfahren wurde erfolgreich abgewehrt. Es hätte den Verlag ungefähr 2 Millionen gekostet. Das heißt, ich weiß, wovon ich rede. Und deshalb habe ich auch viel Verständnis für diese Initiative. Aber der Vorschlag ist zwar gut gemeint, aber er ist leider schlecht gemacht. Denn es gibt zu viele inhaltliche Festlegungen und Verweise auf ideologische Gummibegriffe wie LGBTI, Klimawandel oder Hate Speech. Und wir wissen genau, was passieren wird. Klagen gegen Journalisten, die exzessive Minderheitenrechte, Klimahysterie oder linke Identitätspolitik verteidigen, werden unterstützt. Wer dies kritisiert, wird es nicht. Sie versuchen, die Meinungsfreiheit zu schützen. Das ist aller Ehren wert. Aber ich fürchte, Sie werden das Gegenteil erreichen. Vielen Dank.